Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir spielen als Maurier. Wir sind ja mitten im Krieg gegen das Seleukidenreich, die da verbündet sind mit Baktrien und mit Sogdien. Und wir haben jetzt eigentlich schon die Wahl, ob wir Frieden machen wollen. Wir haben ja zwei große Gebiete erobert. Könnten wir auch machen, würden dann 20, ich kann euch das ja mal zeigen, Frieden verhandeln. Wir würden hier ordentlich was uns abknapsen können. Das Gebiet und dieses Gebiet hätten nur 20 aggressive Expansionen. Und auch hier vom Kriegsstand her hätten wir sogar noch 17 Kriegsstand übrig. Dann könnten wir halt noch, ich habe mir das im Vorhinein schon mal angeschaut, verlangen, dass Sogdien austritt, die hier oben aber selber gerade Krieg haben und in übelster Bredouille stecken, da sie von Wusun überrannt werden. Also, ja, was heißt überrannt, aber Wusun hat ja schon beide Teile erobert. Und dann könnten wir noch verlangen, dass Tyllos entlassen wird. Das würden die sogar alles fast mitmachen. Da würden bloß noch 6 Kriegspunkte fehlen. Aber schaut euch das mal an. Tyllos ist hier diese kleine Insel. Also, das ist halt auch, naja, ne? Und da wir natürlich ein bisschen gierig sind und 20 aggressive Expansionen mir jetzt einfach noch ein bisschen zu wenig ist, da könnten wir ruhig nochmal 10, maximal 12, 13, 14, 15 dazu bekommen. Das, ich denke, das wird mal aushalten. Schwebt mir eigentlich so vor, hier noch ein paar Gebiete zu erobern. Es wäre geografisch gesehen auch ganz praktisch, wenn wir hier dieses Gebiet hätten, das ist ein Hügel, da setzt man noch eine Festung drauf, könnten uns dann hier eine oder vielleicht sogar beide Festungen sparen. Hier eine Hügelfestung hinsetzen, dann hätten wir hier oben eine Festung, da eine Festung und hier im Süden könnte man auch nochmal eine Festung. Also das ist jetzt alles Wunschdenken von mir, ne? Aber nur, dass man meine Gedankengänge seht. Und wie gesagt, da wir gierig sind, werden wir den Frieden jetzt noch nicht annehmen. Vielleicht bereuen wir es, aber okay. Man kann sich ja auch wunderbar die Statistik anschauen. Wir haben ca. 28.000 Soldaten verloren und der Gegner knapp 40.000. Also es ist auch noch alles im Rahmen. Hier oben ist jetzt eine wichtige Entscheidungsschlacht mal wieder. Da hatten wir, glaube ich, auch schon alles vorbereitet, dass unsere Truppen da mit hinein marschieren. Ich denke, es wird halt auch vieles davon abhängen, wie die Schlacht hier ausgeht. Wenn es wenigstens ein Unentschieden wird, könnte man wirklich darüber nachdenken, hier noch Gebiete versuchen zu erobern, da man hier oben dann noch eine Ack abziehen kann und dann hier in der Mitte der Front, des Frontverlaufs weiter vorrücken könnte. Aber wenn die Schlacht hier oben verloren geht, dann kann man ja auch nochmal über einen Frieden nachdenken. Wir machen hier einfach mal weiter und schauen uns mal an, wie die Schlacht dann hier oben verlaufen wird. Schaut mal, das Seleukidenreich will Frieden. Ja, wir lehnen das ab. Wir versuchen es einfach mal. Dass wir das halt so machen, wie ich das gerade ausgeführt habe. Hier ist einer gestorben. Das ist ein General gewesen. Ja, genau. So ein Anti-Barbaren-General. Wir haben noch einen Vierer. Einen Sechser will ich jetzt nicht geben. Ihr kennt ja unser altes Problem, dass wir einfach zu wenig Generäle haben. Ja, wir nehmen den Vierer hier. Ich würde auch einen besseren General geben, ne? Wenn man, also wenn man genügend Generäle hätten, würde ich da auch in die Barbaren Streitkräfte da bessere Generale reinstecken, aber Generäle reinstecken, aber es ist halt einfach nicht mehr drin. Ich weiß, hier gibt es Zermürbung, aber was willst du machen? Wir stehen dort eigentlich ganz günstig. Und weiter unten im Süden will ich nicht vorrücken, weil
Wir haben ja dann hier oben, hätten wir dann wie so eine Enklave dann halt noch in unserem Gebiet. Wir sind hier schon ordentlich vorgerückt. Und das Seleukidenreich ist ja auch noch auf der arabischen Halbinsel zugange. Schritt für Schritt, Leute, ne? Wir stehen jetzt hier mit 20.000 Mann, der kann nicht mehr abbrechen und es kommt zur Schlacht. Wir schicken hier auch nochmal knapp 10.000 Truppen hinein. Sie bekommen halt die Terrainstufe, sie haben den besseren General. Aber wir hatten hier eigentlich doch auch einen ganz guten, oder? War mir jedenfalls so. Ja, einen Achter. Ist schon nie so verkehrt. Aber die bekommen halt diese Terrainstufe. Ich glaube, das ist Gebirge hier. Ja, genau. Gebirge, also. Ich hoffe, wir können die Schlacht zu unseren Gunsten entscheiden. Ach, hier kommt noch der 10er General. Ich wusste doch, dass wir auch noch einen richtig guten haben. Und wir verlieren die Schlacht hier, ne? Krass. Das kann nicht wahr sein, Mann. Unsere Truppen sind unterwegs, aber die werden leider wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig ankommen. Um die Niederlage da abzuwehren. Mann, 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 wie lange brauchen die noch hier? 28. Februar, das sind noch 10 Tage, das wird auf keinen Fall reichen. Scheibenkleister, Mann. Nicht zugewiesene Titel. Dann nehmen wir den guten, den Achter haben wir hier noch. Opfer an die Götter, ach ja, wartet mal, da war da auch was. Das müssen wir noch machen. So. 6 Tage, haltet noch 6 Tage aus. Haltet noch 6 Tage aus. Ja, krass. Dass sie noch 10 Tage dort aushalten, ist enorm wichtig gewesen. Wir hatten jetzt hier die Truppen abgezogen, ne? Das nützt ja alles nichts. Die Barbaren rennen ja uns wieder hier ins Gebiet rein. Die Schlacht ist halt enorm wichtig. Die wollen uns immer mehr geben. Oh nö. Und damit ist die Schlacht zu Ende. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Richtig genial. Wirklich. Ja, die marschieren trotzdem jetzt nochmal dorthin. Die Truppe hat es stark dezimiert. Ihr bleibt einfach mal stehen. Weil hier kommen ja auch nochmal 7.000. Ah ne, die ziehen sich zurück. Da zieht ihr euch dahin zurück. Können wir den 10er General abziehen und versuchen hier ein bisschen vorzumarschieren. Gewaltmarsch wieder rein. Und zurück. Ich hoffe, das war's jetzt nur endlich für die Barbaren. Ja. Na, Gold können wir gebrauchen. Sehr schön. Knapp 100 Gold waren das. 10er General zieht sich nach Baktrien zurück. Die Buddhisten von Bhadakpuram. Obwohl die Buddhisten aus Bhadakpuram in Magadha überwiegend friedlich mit den anderen in der Stadt lebenden Menschen umgegangen sind, haben wir kleinere Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen beobachten können. Da wir normalerweise versuchen, Toleranz und Übereinstimmung zwischen unseren Völkern, auch denen unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften, anzuregen, ist es vielleicht an der Zeit, dass wir diese Buddhisten davon überzeugen, sich unserem Glauben zuzuwenden und sie in unserem Volk eingliedern. Wenn wir selbst kein Mitgefühl und Toleranz zeigen, wie können wir es von anderen erwarten? Konvertieren wir sie zum Hinduismus? Wird nur eine Reihe Bürger und Stammesmitglieder, auch ein Stammesmitglied, zum Hinduismus konvertieren? Oder wir bekommen friedliche Beziehungen, was folgende Aussagen, Steuern, Lokalen mehr. Ja, wir wollen schon die zu unserem Glauben konvertieren.
Machen wir. Ich versuche jetzt immer hier mit uns Frieden zu machen. Nee, wir wollen halt noch ein versuchen, hier ein paar Gebiete zu erobern. Und schaut mal, die haben sich ja mit 10.000 Mann reingeschlichen. Das ist ein 7er General. Wir greifen die einfach mal eiskalt an. Die kommen am 10. Juni an. Die kommen am 12. Juni an. Okay. Bekommen die Zermürbung 1,6. Damit müssen wir leben. Wie schaut es hier unten aus? Okay, auch alles IO. Oh, da kommt ein 9er General. Die werden rechtzeitig wegkommen. Also noch eine Ack hier oben abziehen? Nee. Die Ack könnten wir wieder hier hochziehen. Als die auf dumme Gedanken kommen, hier oben irgendwas zu machen. Die vier Acks hier oben will ich schon beibehalten. Worüber man nachdenken könnte, hier noch eine Ack abzuziehen, bloß ihr wisst, das Riesenproblem hier von diesem Riesenreich sind einfach die Entfernungen. Ehe die hier oben sind, vergeht ein Dreivierteljahr vielleicht. Das ist zu lange. Marschieren nach Bariga. Würden wir sogar verlieren, die Schlacht. Heißt, wir werden da noch mehr reinziehen müssen. Immer hier in die Offensive gehen, warten wir tatsächlich nochmal ab, bis der 10er General da ist. Die überlegen sich es auch nochmal. Nehmen die Gewaltmärsche raus. Kalinga. Handelsangebot nehmen wir an. Ich bin wirklich versucht, hier im Süden noch vorzustoßen. Wir müssen die Gebiete ja eigentlich näher erobern. Aber wir haben hier gerade eine richtig gute Verteidigungsstellung und hier scheint auch noch ein Barbaren zu wüten bei denen. Ihr seht ja die Gebiete hier, ne? Die von Barbaren besetzt sind. Ne, wir bleiben dort unten stehen. Der 10er General ist bald da. Sieht alles wieder stabil aus. Hier kommt es zur Schlacht und wir gewinnen. Die haben die bessere Taktik. Phalanx-Taktik. Aha. Aber wir gewinnen trotzdem. Sehr gut. Wir können es knapp werden. Aber wir marschieren ja mit denen schon hinein. Ah, die warten ab. Wüstengebiet. Dann können wir Gewaltmarsch mal rausnehmen hier. Gehen wir mal in die Offensive. Schaut mal, hier kommen die mit Truppen. Wir haben halt wieder den besseren General, den 9er General. Boah, wir haben hier nur einen 3er, das wird wieder eine Niederlage, befürchte ich. Wo wollen die anlanden mit den 7000 Soldaten? Zur Not können wir den ja da einen hinterher schicken, das ist ein 6er. Wir haben hier einen 3er und einen 4er. Wird wohl gleich zur Schlacht kommen da unten. Zur Seeschlacht. Das ist schön, jetzt sind wir hier drin.
Somit drücken wir mal vor. Der weiß nicht genau, was er machen soll. Ihr seht da das Symbol, ne? Das ist knallrot, also wir würden, glaube ich, die Seeschlacht verlieren. Treibt man die Gegner mal vor uns her. Oh, ein Kind wurde geboren. Sehr schön. Wir bleiben mal stabil stehen. Falls die von oben nochmal mit einer Armee kommen sollten. Hier oben haben sich unsere Axt auch alle erholt. Der weiß nicht, was er machen soll. Vorwärts. Vielleicht können wir hier noch ordentlich was uns abknapsen. Das wäre doch nicht schlecht. Ja, die wollen Frieden. Arjen, Paktria. Wir lehnen ab. Wir marschieren weiter vor. Frieden steht unmittelbar bevor in 14 Tage. Nee. Wartet mal. 1085 Tage. Ja, gut. Das ist noch ein bisschen hin. Was kann man denn für eine neue Erfindung nehmen? Beziehungen verbessern brauchen wir nicht. Triumphzug abhalten. Auch nicht unbedingt notwendig. Statthalterstrategie. Zufriedenheit, Kultur, Stammesmitglieder, nationale Produktion wäre nicht schlecht. Militärische Provinzinvestitionen. Traditionskosten. Ist nicht schlecht. Statthalterstrategie 20%. Wir nehmen das mal. Die Verwaltungswerkzeuge, die unsere Statthalter zur Verfügung haben, durch die Bereitstellung kompetenter Assistenten zu vereinheitlichen, wird die Effektivität der Kommunalverwaltung verbessern und ineffizient reduziert. Wird die Effektivität der Kommunalverwaltung verbessern und Ineffizienz reduzieren. Nehmen wir zentralisiertes Komitee. Die Statthalter stellen ja wirklich manchmal einen Box rein. Wir bloß noch warten, bis dieser Ack hier nach Ariaspe marschiert ist. Dann werden wir nach Biges marschieren mit der Truppe. Sehr schön. Die tanzen hier unten immer noch. Oh, da oben kam es zur Schlacht. Scheibenkloster. Das hat uns gar nicht angezeigt. Was soll denn der Mist? Unten ein Kommandant wurde gefangen genommen. Ein Siemer General. 14.000. Stehen jetzt hier bei uns drin. Das ist nicht schön. Bleiben erstmal stabil da oben stehen. Dann müssen wir weiter marschieren. Marschiert mal. Ja, Frieden, Frieden. Wir wollen doch nur noch ein paar kleine Gebiete. Wenn die festgemacht sind, dann werden wir mit denen reinmarschieren. Jetzt sind sie festgemacht. Puhuhu. Kommt's zur Schlacht? Ich glaube, das sieht gut aus, vor allem wenn unsere Verstärkung reinmarschiert, aber hier kommen auch nochmal 12.000 Mann. Geben sich nicht geschlagen. Gut, dass wir hier oben noch eine Ark hingestellt haben. Die marschieren, so wie es ausschaut, nach Kamboja im Norden. Und da kommt noch ein Event. Und Leute, die Zeit ist auch um. Ja, wir sind immer noch nach wie vor mitten im Krieg. Es knallt an jeder Ecke. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Saladum. Ciao, ciao.